entsteht der erste von drei Zeitläufen in der Männer in 50 bis 200 Meter Zeit. Wir sehen auf der Bahn 2 Frank Hempel, HSG Universität Greifswald. Auf der Bahn 3 ein Stab aus dem schönen Bundesland Thüringen erhält seit Januar diesen Jahres den deutschen Rekord über 60 Meter Marco Bachmann, HSG Nordhausen. Und auf der Bahn 4 startet der erste der Weltmeister und der Sieger aus dem letzten Jahr. Thank you.